Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder euer Robito. Ihr seht von mir eine Philips Senseo Latte Select. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr nicht mehr diesen üblichen Milchbehälter nehmen könnt, sondern eine Vollmilchpackung, die ihr daneben stellt und nicht wie immer nachfüllen müsst. So, was ihr dafür braucht, ist das Oberteil des Behältnisses. Das weg. Achtung, an der Unterseite ist normalerweise ein Magnet drin, in dieser Größe. Diesen brauchen wir gleich. So, das, wenn man das nicht mehr braucht, wegstellen. Oder auf den Boden. So, dann braucht man dieses Standardteil. Außerdem braucht man einen Schlauch. Einen Magneten, den man eigentlich daraus nehmen kann. Wenn er nicht mehr gut genug ist, kann man aber genauso gut auch so ein kleines Endchen nehmen, was in den Händen ein Magneten hat. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch gleich. So, und natürlich eine Tasse Milch und Kaffeepads für ein Cappuccino oder Latte Macchiato als Test. So, wenn wir die Maschine einschalten, fängt sie an zu blinken, denn das ist nicht drin. Man könnte natürlich auch meinen, es ist nicht genug Wasser im Tank, aber dieser Tank ist gefüllt. Es liegt also nicht am Wasser, sondern an was anderem. Um das vorzubereiten, nehmen wir dieses Endstück und machen dieses kleine Teil erstmal ab. So, und da sehe ich gerade, dass hier ein bisschen Reste dran sind. So, den mache ich jetzt einmal kurz sauber. So, dann nehme ich den Schlauch, den ich dafür genommen habe. Man kann so einen dicken Schlauch nehmen, man kann aber auch das Set mit dem Magnet schon aus dem Internet bestellen. Den Schlauch packe ich hier über dieses Teil drüber, dass das gut sitzt. So, dann schiebe ich das wie vorgegeben in den Schlitz rein. Jetzt brauche ich das Magnet, denn das Magnet sorgt dafür, dass an der Senseo der Milchbehälter erkannt wird. Wo das bei dem genau ist, kann man nicht sehen, das ist ein neueres Modell. Da gibt es allerdings spezielle Magnetplatten für. So, jetzt muss ich den Magneten drauf positionieren, wenn ich das habe. So, jetzt ist er drauf. Dann brauche ich natürlich noch so, jetzt lassen wir den kurz aufheizen. Die Maschine ist gerade erst eingeschaltet worden, deswegen kann es ein bisschen dauern. In der Zeit machen wir schon mal wieder die Vollmilch auf. So. Und tun den Schlauch in die Milchverpackung. So, ich möchte jetzt einen Cappuccino gleich zubereiten. Deswegen gehe ich auf Cappuccino, öffne das Gerät. Nehme mir ein handelsübliches Espresso-Pad, tue das in den Padhalter und wähle dann auf eine Tasse. Und jetzt kann man sehen, dass auch damit eine Milchzubereitung möglich ist. Jetzt hat das ein bisschen mehr gespritzt als üblich. Normal sollte man eigentlich immer vorher mit einem Durchspülvorgang beginnen. So, der Cappuccino ist fertig. Nach dem Cappuccino muss man natürlich das Gerät wieder durchspülen. Ist wie beim alten, dass man da halt nichts auftun muss. Das heißt, man nimmt ein Glas mit Wasser, tut den Cappuccino weg und tut den Schlauch da rein und geht auf. Man muss erst wieder warten, bis der aufgeheizt ist. So, wenn das geschehen ist. Nee, da gibt's. Ah, jetzt. Wenn der aufgeheizt ist, kann man da nämlich durchspülen. Und dann spült er nämlich die restliche Milch aus dem Milchbehälter raus. So, die Milch kann zu. Und man sieht also, der Cappuccino ist fertig. Und man braucht da nicht immer dieses ständige Nachfüllen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr Fragen habt dazu, wo man diese Magneten kriegt, fragt mich.
Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Daumen runter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Das Abo bei mir ist natürlich kostenlos. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Rubito ist back. Ciao.